Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo Linus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich bin der Nikolaus. Habt ihr es gesehen? Ja, schön siehst du aus. Ich habe eine Nikolausmütze mitgebracht. Jawohl, die ist wirklich cool. Nur, Linus, muss ich dir sagen, eigentlich ist das eher eine Weihnachtsmannmütze. Weihnachtsmann? Und was ist der Unterschied von Weihnachtsmann und Nikolaus? Also der Weihnachtsmann ist schon so einer mit so einer Mütze und der auch Geschenke bringt. Und der Nikolaus, den gab es eigentlich in echt, das war ein Bischof. Und was hat dann der für eine Mütze? Der müsste eher eine Bischofsmütze oder eine Mitra haben. Und schau mal, was ich gebastelt habe. So was hier. Ha, die ist auch schön. Darf ich die mal aufprobieren? Genau, ich hoffe, die passt dir. Das probieren wir jetzt mal aus, okay? Mhm. Also, machen wir mal die Mütze hier von deinem Weihnachtsmann ab und probieren mal, ob dir die Mütze passt. So. So, sieht doch auch nicht schlecht aus, ne? Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Und du zeigst nachher, wie man sowas macht, oder? Genau, das zeige ich nachher. Dann ziehe ich es jetzt erst noch mal ab. So, genau. Und dann erzählst du was vom Nikolaus? Genau, stellen wir das noch mal da auf. Und ich erzähle noch ein bisschen was von diesem Nikolaus, von dem Bischof. Okay? Also, wer war das? Der Nikolaus, der lebte in Myra, das ist heute in der Türkei, und der war ein Bischof, also hat für die Kirche gearbeitet. Und der hatte ziemlich viel Geld, weil er das geerbt hat von seinen Eltern und damit, wird erzählt, hat er armen Leuten geholfen. Ah, ich glaube, ich habe da auch schon mal was gehört. Genau, das sind ganz viele Erzählungen, Legenden und eine davon war zum Beispiel, da war ein ziemlich armer Mann und er hatte drei Töchter und die hatten so wenig Geld und waren so arm, dass er dachte, er muss jetzt seine drei Töchter verkaufen, weil er kein Geld hatte, um die sonst zu verheiraten. Oh weh, das ist aber schlimm. Genau, und davon hatte der Nikolaus gehört und dann hat er nachts heimlich Goldklumpen durch den Kamin geworfen. Und die Töchter, als sie morgens aufgestanden sind, und haben ihre Strümpfe vom Kamin genommen, die hingen da zum Trocknen, dann waren da Goldklumpen drin. Hä, wie cool! Ja, und nun waren sie nicht mehr arm, sondern reich und dann musste der Vater seine Töchter nicht verkaufen und die waren ganz arg froh. Cool! Und heute, wenn wir Nikolaus feiern, dann stellen ja auch manche ihre Schuhe raus oder hängen Strümpfe auf. Oder stellen Teller raus und dann sagt man auch, dann kommt der Nikolaus über Nacht und am nächsten Morgen ist da was drin. Oh ja, wie in dem Nikolauslied. Singen wir das jetzt noch, was wir geübt haben? Jawohl, das singen wir jetzt zusammen. Singt ihr mit? Bald ist Nikolaus Abend da.
Und jetzt zeigen wir euch noch, wie man ganz einfach eine Bischofsmütze falten kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Mitra oder eine Bischofsmütze zu basteln. Falten ist eine einfache Möglichkeit. Was braucht ihr? Papier, Schere und Stifte zum Anmalen. Euer Papier sollte die Größe haben, etwa von einem Zeitungspapier, also eine Doppelseite. Das reicht dann etwa für einen Kinderkopf. Wenn der Kopf größer ist, dann nehmt ihr es ein bisschen größer. Wir haben Packpapier genommen und das dann mit Goldstiften angemalt. So, nun zeige ich, wie man das faltet. Das Papier falten wir erst einmal zur Hälfte. Und dann die Öffnung zu mir und nochmal zur Hälfte. So. Und das wieder auffalten. Und jetzt ist das wie bei einem Malerhut oder Anfang von einem Papierschiffchen. Jetzt falten wir das in die Mitte zu so einem Dreieck. So sieht es aus. Und dann den unteren Rand, nur die eine Seite, falten wir nach oben. Dann wird das Ganze umgedreht. Und jetzt geht es anders weiter als bei Schiffchen oder Hut. Jetzt falten wir die Seiten zur Mitte hin. Und tun dann erst den Rest, der noch nicht hochgefaltet ist, das hier, nach oben falten. So, nach oben falten. Und jetzt kann man es hier schon aufmachen. Und auf der Rückseite sieht das jetzt so schön aus. Und dann kann man es einfach noch anmalen. Und dann haben wir sowas wie hier. Das ist jetzt mit Goldstiften angemalt. Wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann schaut einfach nochmal auf den Link, den ich euch unten drunter stelle. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wie das mit dem Falten geht. Viel Spaß dabei! So, das war's für heute. Wir sagen euch Tschüss und wünschen einen schönen Nikolaus. Ich bin jetzt der richtige Nikolaus. Tschüss!